Liebe Zuschauer der Zeit zur Lupe, ich danke zunächst mal Herrn Treplow für die Möglichkeit, dass ich hier zu Wort kommen kann. Wie Sie ja wissen, stehen uns im Monat Mai die Kommunalwahlen ins Haus, und zwar so umfangreich, dass viele Wahllokale an die Grenze ihrer Belastbarkeit gehen müssen. Meine Person kandidiert in diesem Jahr nicht auf der Liste der SPD. Und zwar hat das folgenden Grund: Ich wurde beim Nominierungsparteitag von der Liste gewählt, weil ich einen Antrag gestellt hatte, dass die SPD im Land, also die Landtagsfraktion speziell, die Schulentwicklungsplanung nochmal auf den Prüfstand stellen soll. Das hat den Hintergrund, dass im Kreiswahlprogramm der SPD davon gesprochen wird, möglichst viele Grundschulen, das heißt alle Grundschulen, zu erhalten. Das steht im völlig konträren Widerspruch zu der Politik, die man im Land macht. Denn im Land ist die SPD in der Regierungsverantwortung. Das Kultusministerium ist durch die SPD besetzt. Und dort wird eine Politik gemacht mit Schulverordnungen, die den Inhalt hat, die Schülerzahlen, die Schülereingangszahlen immer weiter heraufzusetzen. Also im Moment sind 60 aktuell, und in 2 Jahren sollen es dann schon 80 sein. Und das hätte wiederum das Aus vieler Grundschulen, auch hier im Burgenlandkreis, auch hier in der Verbandsgemeinde Treuscher Zeitzer Forst, in der Stadt Zeitz und in den Ortsteilen zur Folge. Und aufgrund dieses Antrages, der dann übrigens mit 2/3 abgelehnt wurde, mit 2/3 Mehrheit, kam dann beim nachfolgenden Wahlgang ein Ergebnis zustande, was mit 15-14 gegen mich ausgegangen war. Ich war der Landratskandidat sogar der Zeitzer SPD, hatte auch dort die volle Unterstützung und bin aufgrund dessen und aufgrund dieses Antrages dann abgestraft worden. Deshalb habe ich mich entschlossen, um nicht ganz und gar auf mein Kreistagsmandat zu verzichten. Ich bin seit circa 10 Jahren im Kreistag, eine eigene Liste zu gründen, und zwar die Zeitzer Liste /Bürgerbündnis Treusiger Zeitzer Forst. Dort bin ich mit 3 Mitstreitern vertreten, und ich bitte Sie, Ihre Stimme unserer Liste zu geben. Ich möchte kurz was zu den Inhalten sagen. Bekannt ist ja die Problematik, und das betrifft in erster Linie die Verbandsgemeinde Treusiger Zeitzer Forst, und dort engagiere ich mich seit vielen Jahren in der Bürgerinitiative Kein Schuss im Zeitzer Forst, dass wir den Schießplatz, den die Bundeswehr am Zeitzer Forst plant, verhindern. Das sieht bislang sehr gut aus. Dazu müssen Sie wissen, dass der Zeitzer Forst ein Naturschutzgebiet, sogar ein Flora-Fauna-Habitat-Gebiet von europäischem Rang ist. Und das widerspricht ganz einfach dem gesunden Menschenverstand, in so einem Gebiet eine Schießanlage dort hineinzubauen. Das hat nichts damit zu tun, dass ich ein Gegner der Bundeswehr wäre. Überhaupt nicht ist das der Fall. Wir hatten als Gemeinde Troisdorf, ehemaligen Gemeinde Troisdorf, die ja jetzt in der Gebietsreform in der Gemeinde Gudenborn aufgegangen ist, über viele Jahre eine hervorragende Patenschaft mit der Bundeswehr in Hohenmölzen. Es hat sehr gut funktioniert, bis der Standort in Hohenmölzen geschlossen wurde. Der Punkt ist, dass der Schießplatz, wie ich das bereits sagte, in einem Naturschutzgebiet errichtet werden soll. Und der Schießplatz kostet mittlerweile 19,6 Millionen Euro. Ich wiederhole das nochmal, 19,6 Millionen Euro. Für dieses Geld könnten Sie alle Schulen hier im Umkreis auf viele, viele Jahre erhalten. Und es wird dann zwar oft vom politischen Gegner gesagt, hier werden Äpfel mit Birnen verglichen. Ich sage Ihnen ganz einfach, ich kann das vergleichen, denn beides ist faul. In einem Landkreis oder in einem Land, wo so viel Geld da ist, einen Schießplatz zu bauen, kein Geld da ist, die vorhandenen Grundschulen zu erhalten, das betrifft bei uns speziell die Grundschule in Wetterzeube, kann man einfach nicht so zur Tagesordnung übergehen, und dann muss es erlaubt sein, dass man das anprangert. Und ich sagte es schon, es hat nichts damit zu tun, dass wir gegen die Bundeswehr wären. Das ist überhaupt nicht der Fall, aber die Bundeswehr hat bislang geschossen auf einem Schießplatz. Die Bundeswehrreform ist im Gange, und die Zahl der Schützen hat sich um 1/3 verringert. Und aus welchem Grund jetzt ein Schießplatz für dieses viele Geld gebaut werden soll, erschließt sich mir wirklich nicht.
Deshalb bitte ich Sie, am 25. Mai unterstützen Sie das, indem Sie uns Ihre Stimme geben. Und wir werden uns dann im Kreistag weiterhin dafür einsetzen, dass diese Frage auch öffentlich diskutiert werden kann. Denn bislang war es ja so, dass das hinter verschlossenen Türen verhandelt worden ist. Und der Schießplatz war ja schon mal genehmigt. Der Landrat hat dann die Genehmigung zurückgenommen aufgrund des öffentlichen Druckes. Danach war es wieder genehmigt, dann hat er es wieder zurückgenommen. Im Moment ist es zurückgenommen, aber gehen Sie mal davon aus, dass die Bundeswehr einen neuen Antrag stellt und dass sie dort nicht aufgeben, diesen Schießplatz zu bauen. Und das wollen wir unbedingt verhindern. Erhalt der Grundschulen, aus diesem Grunde steht auch, ist unsere Liste unter dem Motto angetreten, Schulen statt Schießplätze. Und allein für das Geld, was in den Schießplatz, der am Zeitzer Forst im Naturschutzgebiet errichtet werden soll, für dieses Geld, das sagte ich auch schon, können viele Grundschulen hier im Umkreis auf lange Zeit erhalten bleiben. Weil es ist sicherlich eine Frage des Geldes, wie das so oft ja ist. Und ich denke mir, Geld kann bei Bildung wie auch beim Gesundheitswesen nicht die entscheidende Rolle spielen. Dort geht es einfach um den Menschen und der Mensch soll dort im Mittelpunkt stehen und nicht das Geld. Und in einem der reichsten Länder der Erde muss so viel Geld da sein, dass ich Schulen, Bildung und Gesundheitswesen und noch andere Sachen der öffentlichen Daseinsvorsorge sicherstellen muss und sicherstellen kann. Und das ist auch möglich. Wie Sie ja vielleicht auch wissen, bin ich seit vielen Jahren Bürgermeister der Gemeinde Gutenborn. Die Gemeinde Gutenborn ist ein künstliches Gebilde, welches aus den ehemaligen Gemeinden Bergesdorf, Troisdorf, Schellbach und Heugewalde hervorgegangen ist im Rahmen der Gebietsreform. Und die Gemeinde Gutenborn hat insgesamt 15 Ortsteile und ein sehr erfolgreiches Gewerbegebiet an der B2 in Troisdorf. Dort sind zwei Großbäckereien beheimatet und dort sind in den letzten Jahren 250 Arbeitsplätze entstanden. Das Gewerbegebiet ist zu 100% ausgelastet. Es ist also so, dass wir dringend Erweiterungsfläche benötigen. Dort ist der Gemeinderat dran und der Flächennutzungsplan, der ja bei der Verbandsgemeinde Dreißiger Zeitzer Forst liegt, ist auch schon in Arbeit und es wird dort der Flächennutzungsplan so geändert, dass das Gewerbegebiet erweitert werden soll, weil die beiden Großbäckereien und auch die große Spedition, die dort ansässig ist, in den nächsten Jahren beide erweitern wollen. 250 Arbeitsplätze sind neu entstanden, weitere sollen dazukommen. Ein weiterer Schwerpunkt in unserer Gemeinde, und das ist ein Problem, was wir eigentlich seit vielen Jahren mit uns herumtragen, was wir auch von der Gemeinde Heugewalde übernommen haben, ist das Schloss in Heugewalde. Dort ist es gelungen, in den letzten 2-3 Jahren einen Investor zu finden, und zwar ein Ehepaar aus Südafrika, die das Schloss erworben haben und dort in den nächsten Jahren, und sie sind jetzt kräftig dabei, ca. 10 Millionen Euro investieren wollen und werden, um das Schloss in den ursprünglichen Zustand zurückzubringen. Also das Schloss ist ca. 700, 800 Jahre alt und ist natürlich ein Denkmal erster Ordnung. Dieses hätte die Gemeinde nie leisten können, das Schloss jetzt auf Vordermann zu bringen, weil das Geld, was die Gemeinde Gutenborn hat, hätte alles ins Schloss investiert werden müssen und selbst dann hätten wir kein Ende gesehen. Also sind wir froh, dass dieses Ehepaar aus Südafrika, die auch wirtschaftlich sehr erfolgreich sind, die haben mehrere Unternehmen, das Schloss gekauft haben. Die haben zugesagt, den Schlosspark öffentlich zu lassen. Es wird ein Kinderspielplatz auf deren Kosten für die Kinder von Heugewalde und von Hermsdorf dort errichtet werden. Und ich denke, da haben wir einen guten Schachzug getan, indem wir das Schloss dort veräußert haben. Es ist auch geplant, die betreiben unter anderem eine Wirtschaftsberatung. Und das ist schon in Arbeit, dass in der Gemeinde Gutenborn ein Sitz dieser Wirtschaftsberatung dort angesiedelt wird. Und dort hoffe ich mal, dass dann irgendwann auch noch Steuereinnahmen hinzukommen. Ich sagte es, wir hätten es als Gemeinde nicht erhalten können. Und deshalb denke ich, und das war ein guter Zug. Und ich bin mit der Lösung eigentlich sehr zufrieden. Weiterhin ist geplant, im Ortsteil Groß-Osida ein Wasserkraftwerk zu errichten. Dort ist
auch eine Investorengruppe an uns herangetreten. Dort gestaltet sich allerdings das Genehmigungsverfahren. Und das ist an Flussläufen so ziemlich schwierig. Es müssen dort Fischtreppen errichtet werden, dass die Fische die Möglichkeit haben, aber auch eben auch flussaufwärts zu schwimmen. Und dazu sind Genehmigungen erforderlich, die von Landesseite und von der Oberflussmeisterei erstellt werden müssen. In dem Zusammenhang ist der Zeitzer Kanuverein an uns herangetreten, an mich herangetreten. Im Gemeinderat ist es mal kurz vorgestellt worden, ob es möglich wäre, in dem Zusammenhang eine Kanustrecke dort einzubauen, am Wehr in Groß-Osita. Die Investoren haben das jetzt